Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal in etwas anderer Position, weil es heute mal wieder einen Vlog geben wird, einen Reading-Vlog quasi. Ich nehme euch heute mal so ein bisschen mit durch den Tag. Es ist jetzt 8:30. Ich habe gerade die Kleine in den Kindergarten gebracht und bin gerade dabei, hier mein Set aufzubauen, weil ich heute ein paar Videos für euch abdrehen möchte. Und ja, mache mich jetzt gleich noch ein bisschen zurecht für das Video oder für die Videos. Und dachte mir, wenn ich damit fertig bin, habe ich noch ein bisschen was für den Shop zu tun. Heute ist so ein richtig produktiver Tag hier. Ich möchte noch ein Buch beenden, ich möchte was für den Shop machen, ich möchte neue Produktfotos machen, ich möchte neue Instagram-Fotos für mein Blogger-Ich machen und ich habe den ganzen Tag babyfrei, das heißt, ich kann euch da ein bisschen mitnehmen. Ja, ich würde sagen, ich gehe mich jetzt ein bisschen zurecht machen, dann wird gefilmt und danach gucken wir mal, mit was wir weitermachen. Es ist momentan echt ein Drama mit dem Wetter und das meine ich jetzt nicht in Bezug auf, dass ich unbedingt rausgehen möchte. Aber ja, das nervt mich. Ich kann momentan nicht wandern gehen, weil meine Wanderstrecke total überflutet ist. Aber ich kann auch keine guten Bilder machen. Ich kann auch nicht richtig drehen. Ich habe zwar jetzt hier die Softbox stehen. Guckt euch bitte nicht so genau um. Hier regiert momentan das Chaos. Aber selbst eine Softbox und etwas Tageslicht hier vom Fenster sind halt einfach nicht qualitativ gut. Ich müsste mir mal noch eine zweite Softbox kaufen. Meine zweite ist ja kaputt gegangen. Aber ja, die Liste, was ich noch alles kaufen sollte, ist sehr lang. So, ich gehe mich jetzt zurecht machen und dann sehen wir uns später. Gerade noch schnell an der Packstation was abholen. Ich hätte euch gerne mitgenommen, aber es hat zu sehr geregnet. Ich war nur etwas verwirrt. Es ist nämlich ein Paket von Chest of Fandoms und ich hatte eigentlich nichts auf dem Schirm, das ich bei Chest of Fandoms bestellt hatte. Da ich aber ab und an für Evie was bestelle, bin ich da mal unsere ganzen Chatverläufe durchgegangen, ob ich ihr irgendwas mitbestellt hatte oder für sie etwas bestellt hatte. Habe ich aber nichts gefunden. Dann dachte ich so, hey, was ist das? Was ist das? Das Buch war übrigens damals in der Mara Wolf Box. Das habe ich auch irgendwo. Ich weiß nicht, warum mir das mitgeschickt wurde. Und ich hatte einfach Silber and the Bone in der Post. Ich versuche es mal gerade auszupacken, ohne dass es kaputt geht. So. Mit diesem wunderschönen Chest of Fandoms Farbschnitt, den ich bei einer Freundin an ihrem Geburtstag schon bewundert habe. Und ich war etwas verwirrt. Ich habe dann nochmal bei Chest of Fandoms reingeguckt und habe gesagt, nein, ich habe wirklich nichts bestellt. Und dann habe ich die Packliste gesehen und da oben steht, da wo ich euch nicht abfilme, steht ein Name von meiner Freundin, die das Buch an ihrem Geburtstag bekommen hat. Sie hat es mir einfach gekauft und geschickt. Und ich weiß auch, warum sie das gemacht hat. So, ich switche es mal kurz. Ich weiß auch, warum sie das gemacht hat. Wir wollten nämlich letztens mit einer Freundin aufs Sherlock Holmes Krimi-Dinner. Und ich war aber todsterbenskrank und konnte nicht mitgehen. Und dann habe ich besagter Freundin meine Karte geschenkt. Und ich meine, die sind ja jetzt auch nicht so günstig. Aber bevor sie verfällt, habe ich gesagt, so, schenke ich dir. Und dann waren wir die Woche noch essen gewesen, anlässlich ihres Geburtstags auch noch, wo ich gesagt habe, ich kaufe dir jetzt keinen Nippes zum Geburtstag, ich lade dich zum Essen ein. Bisschen Quality Time verbringen. Ja, und sie hat das Ganze jetzt als Anlass genommen, mir einfach das Buch zu schicken.
Finde ich sehr, sehr süß. Annika, falls du zuguckst, fühl dich gedrückt, geküsst und lieb gehabt. Stunde in When the King Falls weitergelesen. Ich habe heute Morgen auch ein bisschen was vom Hörbuch auf den Ohren gehabt, als ich in die Stadt gelaufen bin, als ich zum Einkaufen und zur Post gelaufen bin. Und ja, ich habe jetzt noch nicht ganz die Hälfte, aber es gefällt mir bisher schon ganz gut. Ich finde, die Protagonistin hat richtig Feuer unterm Hintern. Aber ich hoffe trotzdem noch, dass sich die Geschichte ein bisschen vertieft. Also ja, es ist bisher eine Geschichte für zwischendurch, aber noch nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das erschüttert meine Welt, das hebt meine Welt aus den Angeln, wie das bei anderen Vampirbüchern vielleicht der Fall gewesen ist. Ich möchte das Buch eigentlich zeitnah beenden. Es ist auch ein Rezensionsexemplar. Ich würde ganz gern die Rezension dazu zeitnah schreiben,
weil ich tatsächlich ein bisschen hinterherhinke mit Rezensionen schreiben. Ich habe zwar meine Posts auf Instagram gemacht, aber mein Blog ist momentan ein bisschen langsam. Das liegt aber auch daran, dass mein Computer momentan ein bisschen rumspinnt. Die Tastatur funktioniert nur temporär an manchen Stellen. Ich weiß nicht, was es ist. Kann also sein, dass ich mir einen neuen Computer kaufen muss. Dementsprechend macht es halt aktuell wenig Spaß, Rezensionen zu schreiben. Aber ja, ich werde das nachholen. Ja, ich werde heute Abend, denke ich, noch ein bisschen weiterlesen hier im Buch und wollte später eigentlich auch noch ein drittes Buch anfangen. Da muss ich aber mal gucken. Also nach New Wishes, was so ein bisschen süße Liebesgeschichte, Wohlfühlsetting ist und hier ein bisschen mehr Fantasy-lastig, habe ich irgendwie noch Lust, was mit ein bisschen Spice zu lesen. Und da habe ich von der Lara ja zwei Bücher mit in meine Bookish Christmas Box gepackt bekommen. Vielleicht werde ich davon eins starten heute Abend noch. Aber das sehen wir einfach später. Ich werde jetzt gleich kochen gehen. Ich habe nämlich ein bisschen Hunger. Und ja, vielleicht werde ich während dem Kochen noch ein bisschen hier weiterhören. Ich kann das hier immer schön switchen. Und dann sehen wir uns einfach später nochmal. Ist es nach 21 Uhr. Die Kleine ist mittlerweile wieder da, liegt aber schon im Bett seit ungefähr 2 Stunden. Ich habe dann erstmal noch was gegessen und habe mich entschieden, nichts Spicyes zu lesen, sondern hier in das Buch von Conny reinzulesen. Kamera, scharf? Ja. Conny ist Amtsfluencerin, selbsternannte. Und ich folge ihr schon ganz, ganz lange auf Instagram. Sie hat verschiedene Face-Filter, mit denen sie verschiedene Charaktere auf dem Amt darstellt. Also hier seht ihr das auch mal. Da ist dann die Laila, da ist dann Ronja, da ist dann, wie heißen sie alle? Doris, das ist Conny selbst. Dann gibt es noch Petra und Gisela. Und alle Charaktere von ihr haben bestimmte Charakterzüge und die eine ist halt ultra pumpig und die andere ist halt total naiv. Die andere ist halt sehr ökologisch veranlagt, nennen wir es mal so. Ich habe erst die ersten 2 Kapitel gelesen. Also zuerst mal stellt sie sich vor und dann geht es um Dinge wie Videokonferenzen und Sure Fix auf dem Amt. Die plötzliche Digitalisierung nach Corona oder während Corona, die das Amt natürlich auch nicht kalt gelassen hat, die am Amt auch nicht spurlos vorübergegangen sind. Und ja, danach kommt ein Kapitel, das habe ich auch noch gelesen. Da geht es um den Charakter Doris und wie Doris sich mit Dingen wie Videokonferenz und Co. durchs Leben schlägt oder beziehungsweise durch den Job schlägt. Ich denke, das Buch wird richtig, richtig lustig. Ich habe ja auch noch eine Karte drin mit Tourdaten. Also sie geht damit auch auf Tour. Ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es mir denn gefällt. Bisher finde ich es mega lustig, weil ich sie als Mensch oder als Amtsfluencer, Influencer oder Content Creator einfach mega witzig finde.
Es ist mal wieder was, was nicht in meinem üblichen Beuteschema liegt. Also es ist kein New Adult, es ist kein Liebesroman, es ist kein Fantasy, Romantasy. Es ist mal wieder was komplett anderes. Aber ich lieb's. Ich habe jetzt 3 verschiedene Bücher heute gelesen, 3 verschiedene Genre. Und ja, natürlich Lily Lucas ist mein All-Time-Favorite-Autorin. Und ich liebe es, wieder in Green Valley zu sein. Aber die anderen beiden Bücher gefallen mir bisher auch sehr, sehr gut. Von daher war das für mich ein recht erfolgreicher Tag. Ich gehe mal davon aus, wir haben ja jetzt erst Anfang des Monats, dass ich auch alle 3 diesen Monat noch beenden werde. Und dann wären wir bei 5 Büchern mittlerweile. Also ich liege relativ gut im Zeitplan, wenn man bedenkt, dass ich die letzten beiden Monate nur jeweils 5 oder 6 Bücher insgesamt im Monat gelesen habe. Ja, ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Vlog, mal in meinen Alltag reinzuschnuppern, wenn ich nicht in meinem Brotjob arbeite, sondern wenn ich einfach einen ganzen Tag frei habe und nur für meinen Shop, für YouTube, für mich hier hause, auch mal ohne Kind, wenn ich so einen richtigen Jules-Me-Tag habe, an dem ich aber trotzdem für diverse Dinge arbeiten muss, damit das eben auch läuft, weil wenn man nebenbei selbstständig ist, dann heißt das, man arbeitet selbst und man arbeitet ständig. Da gibt es kaum freie Tage oder kaum Tage, an denen man mal wirklich gar nichts macht. Ich werde jetzt noch ein Foto bearbeiten, werde das noch hochladen, damit das heute online geht. Das ist nämlich das Foto zu Sterndämmerung. Da möchte ich eine kleine Rezension schreiben. Und ja, ich werde mit den beiden, also mit dem Autorenduo von Poppy A. Robbins, ein Q&A machen. Da werde ich auch noch bei Instagram euch aufrufen, mir da Fragen zu schicken. Wenn das Video hier online kommt, ist das wahrscheinlich schon passiert. Also da könnt ihr mir keine Fragen mehr schicken, die ich mit aufnehme. Aber ja, so geht der Tag vorbei. Man hat immer was zu tun. Ja, und das war's jetzt auch für mich. Ich werde jetzt nach dem Posten Feierabend machen und werde mich weiter den Gilmore Girls widmen und nachher im Bett vielleicht noch in einem der Bücher ein bisschen weiterlesen. Das war's jetzt von mir. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!